wenn ich mich da recht entsinne, ich da noch an die Essensberatung erinnere, so halbwegs. Was bist du? Wo springt gleich der Zombie-Hirsch aus dem Busch und frisst mich, wo der Geist mich hinführt? Und ich habe keine Schaufel dabei. Ich war es nicht. Die hart, würde ich sagen. Ah, dann können wir dann vielleicht hier das Tor öffnen. Uah, wo kommst du denn her? Richtung drücken, wo man wegrollen will. Hilft auf jeden Fall. Jetzt raus vom Walde komme ich her. Lass mal laufen, weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust, umgenatzt zu werden. Okay, mit 100 Schaden kann man sogar hier die Betonmauer einreißen. Danke für den Clip, Dave, und ja, auch für euch. Wenn ihr clippt, verlose ich jedes Jahr was unter allen, die im Discord den Clip eingereicht haben. Hier werde ich auch mal hier mich mal hinsetzen und von den letzten Jahren eine Clip-Compilation machen. Das sind ja doch ein paar. Schauen wir doch mal, ob wir jetzt das andere Tor öffnen können. Aber wahrscheinlich müssen wir die Viecher, die auf der anderen Seite davor sind, noch davor umklatschen. Ha? Ja, die beiden müssen wir noch umnatzen. Ja. Okay, also die Sichtweite von denen scheint auch verringert zu sein im Dunkeln. Genau, und hat seinen Gutschein auch schon eingelöst. Verdammtes Handy.
Damit. Was war der Gewinnerclip? Shadows of the Empire auf dem N64. Hä? Alter, da war eben kein Mistvieh mehr in der Nähe. Willst du mich verarschen? Oh, haben wir es jetzt? Tja, er hatte das denn die freie Auswahl. Das Einzige, was gestört hat, wir haben vorher halt komplett angeguckt, aber da gab es Probleme mit der Aufnahme. Das war sehr ärgerlich, deswegen ist die First Reaction leider verloren gegangen. Da hat Slops wieder zugeschlagen, leider. Aber da hatte er sich zumindest noch nicht entschieden. Deswegen war ich da echt froh, dass es dann trotzdem authentisch war, auch wenn es mich geärgert hat. Aber was will man machen? Sind vielseitig begabt und wir schlafen mal 6 Stunden. Und ich sagen muss, nachts scheint es doch wesentlich angenehmer zu sein, weil die Viecher einem nicht so auf die Nerven gehen. Ah, okay, deswegen war die Ausdauer erhöht. Obwohl, wir könnten theoretisch hier in die Buden noch reingehen und die Waschbecken zerlegen, wenn denn welche da sind. Und die Sofas. Den Stoff. Hier im Starterhaus, ja, da brauchen wir ein Waschbecken. Kriegen wir nämlich vielleicht die Aufwertung für die Brechstange auf die nächste Stufe hin. Oh, wir können Fernseher mittlerweile auch brechen. Nice. Elektroschrott brauchen wir doch garantiert auch tonnenweise. Zombies moschen. Da vorne ist ja auch wieder Party hard, ey, von der Anzahl von den Viechern. Sagen, hier war doch irgendwo eine Quest. Ein
Was mal liegt jetzt wieder ruhig da. Lag ja nicht vorher auch schon ruhig da, bis ich die Quest angenommen habe. Das war das Starthaus. Kekse. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Schnauze. Ah, nicht rausticken. Wenn das Spiel nicht stehen bleibt, wenn du raustappst. Jedes andere Spiel bleibt stehen und das hier denkt sich, oh ja, kriegst halt mal die Fresse voll. Eigentlich haben wir hier in so einem reichen Viertel gewohnt. Deswegen ist hier die Mauer mit dem Stacheldraht drumherum. Lump. Ach, Jump. Könnt euch noch mal ein bisschen auf die Backen hauen hier. Dass hier noch ein Material rumliegt. Man schneller, wenn man rollt? Ich glaube nicht. Hier schon das Waschbecken entfernt? Nein, haben wir nicht. Einzige weiße Ware dürfen wir nicht zerdeppern. Schade. Wir werden wohl ans Lagerfeuer gehen müssen. Ja, mache ich wieder alle platt. Yep. Supreme Victory. Muss da vorne wieder durch alles durchmoschen. Das finde ich ein bisschen nervig, dass hier der, wenn man ins Lagerfeuer geht, dass der Respawn dann halt hier direkt so massiv ist. Sag mal zum, ich hätte die Schaufel mitnehmen sollen. Ja, doch, wir können einfach wechseln. There it is. Mana-Perle, eine rohe, unverwandte Perle aus reinstem Mana, randvoll mit Energie. Können wir damit das Secret Off finden? Alter, ist das Gebiet riesig. Supreme Victory. Ich hab schon wieder abgezockt. Was zur Hölle?
Okay. Ich glaube, ich muss das mit dem dem Fight auch mal wie Nina machen, dass man das über die Kanalpunkte starten kann. Aber ich sag mal, Nina ist bei ihrem Freund und ja, da ist sie praktisch nicht erreichbar. Ein Dreh wäre erschossen. Nett hier. Na gut, ich habe schon gesetzt. Na, wer hat da im, im Waldreise nach Jerusalem gespielt? Eingezäuntes Gebiet. Hier die Besserverdienerhäuser. Der Smithy Mac schmeißt Dreck. Lagerfeuer um die Ecke, das ist gut. Das ist gut, Lagerfeuer. Stimmt schon nicht hier, was ich schon Baden-Württemberg. Also ich würde in Baden-Baden-Baden gehen. Unkraut. Ich frage mich, wie lange der in seinem Bunker war, dass hier alles so zugewachsen ist. Die Sichel können wir machen, aber die würde ich zugunsten von der besseren Brechstange erst noch mal warten. Der Sichel können wir dann bestimmt Pilze ernten oder sowas. Ja, Baden gehen. Genau. Das ist so angenehm, dass Rennen nicht mehr Kraft macht als normales Laufen. Zombies hier sind anscheinend sehr optisch veranlagt. Verdammt! Da war mein Gedanke, die ist im Haus davor den Kiefer weg. How about no? Hier wird nicht mehr geschaukelt. Schaukeln verweichlicht.
Dürfen wir auf jeden Fall gleich die Sektorkarte haben. Lass das. Na, was halten? So, warum benutzt du das nicht, Junge? Ich habe einfach bestochen. Also ihr wollt bald im Bad Badener Bad zusammen baden gehen, ist dann auch der Bad Badener Bademeister für das Bad auch bald da. Hier draufhauen und instant sterben. Aber ein Strom drauf. So. Asche. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Die Kronenstation. War das nicht ein Dortmunder Bier? Krone Bier oder sowas? Hey, Hoppe. Ja, so in etwa. Was macht die Kunst, mein Guter? Wie lange hast du noch gestreamt gestern? Räums, yo, Material. Ja, ich wollte gestern Abend um 1 auch noch mal eine Spaziergangrunde drehen, aber da hat's auch gut geschneit. Das war dann so die Sache. Nee. Hoffen mal, dass hier die Lagerbox keine Limitierungen hat. Also sowas finde ich immer sehr schlimm bei solchen Games. Da kommt dann immer der Seppoloni in mir hoch. 3.20 Uhr. Kannst du schlafen oder was? Jo. Metal-Leute. Ihn von der Astklippe, okay? Ja, ist wieder Mighty McDreck. Ist der Tank hier geworden oder bilde ich mir das gerade ein? Okay. Hallo Jason. Lass mal deine Schwester in Ruhe, mein Freund. Neues Gebiet? Nee. Sieht auf jeden Fall aus, könnte hier irgendwo noch ein Lager sein. Ich hoffe es mal. Ich denke mal, umso weiter wir hier vom zentralen Gebiet wegkommen, umso knackiger werden die Viecher. Kein Waschbecken in der Bude. Ich finde es gerade echt mal wieder angenehm, dass hier mal wieder ein Zombie-Spiel ist, wo die Viecher halt wirklich hohl sind.
Zum die Uhrzeit überhaupt Zuschauer? Ich sag mal, vor Jahren hatte ich, auch mal irgendwann mitten in der Nacht gestreamt, weil ich nicht pennen konnte. Da war es eher dürftig. Your mighty walls will keep the monsters at bay. Sleep tightly. You are safe and... This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Dale. Lach nur oder wein, such sie aus. Na ja, gut, das ist halt ganz hart gesagt leider so, wenn man klein ist. Du sollst ja Geld ausgeben, um dich auf die Startseite zu kaufen und so eine Scheiße. Tja, hätten wir mal 5 Jahre früher angefangen. Wichtigste ist, dass es Spaß macht. Was bei mir jetzt hier am 25., nee, am 26., 5 oder 6 Jahre, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und solange es Spaß macht, ist auch die Welt in Ordnung. Material. Ich würde gerne eigentlich mal gucken, was wir für den Kompass noch brauchen, aber ich möchte nicht mich ans Lagerfeuer setzen. Weil dann haben wir nämlich wieder Respawn. Ofen. Okay. Denn das hier für lilane Eier? Natürlich, wenn ich alles auf Maximum habe, dann steht hier nichts mehr. Wie gesagt, keine Ahnung, ich bin da heute drüber gestolpert, hab's kurz angespielt, fand's ganz amüsant und hab mir gedacht, oh, du streamst doch heute. Und here we go. Relativ in der Nähe, dann gucken wir mal, ob wir das Ding uns da organisieren können. Hoffe ich mal, dass wir dann hier die letzten 7... Oh oh. Wenn wir uns beeilen? Eigentlich keine gute Idee. Es wird so schnell kalt dann. Und unter dem Doggo hätten wir wahrscheinlich hier was reingefunden. Nun ja, hat nicht sollen sein. Energiekreuzung. Okay, also es gibt dann auch definitiv Biome, die elementare Einwirkungen haben. Gut, ich sag, deine Wishlist ist ja total crazy lang. Ich habe meine jetzt reduziert auf 50 oder sowas.
Ich bin knapp unter 400 Spielen oder so, ich weiß es gar nicht. Ich sag mal, ich bin ja dran, mir mehr oder minder abzugewöhnen, dass wenn Sale ist oder sowas, dass man dann unbedingt was kaufen muss oder so. Also mache ich seit Jahren schon nicht mehr, außer es ist halt gerade irgendwas, was mich interessiert. Ich sag mal, so die letzten beiden Spiele, die mich sehr interessiert haben, die ich auf Halde liegen hatte, waren halt hier Horizon Zero Dawn und Resi 8. Ich habe mal 7 und 8 zusammengekauft, wo die im Angebot waren, habe dann 7 durchgesucht, das hab's komplettiert. Und für Resi 8 war dann irgendwie dann erst noch mal ein bisschen die Luft raus. Das habe ich dann hier vor Weihnachten habe ich das durchgesuchtet. War auch cool, hat richtig Spaß gemacht. Eine Armlänge Abstand. Deswegen dann hier Horizon Zero Dawn und Resi 8 auch komplettiert. Ach, da ist die Tür. Hoffe ich mal, dass wir jetzt hier noch irgendwo genügend Material herbekommen an Keramik. Ich hoffe, dass wir dann mit der nächsten Stufe, wenn wir genügend Keramik haben, dann halt auch die Klos wegreißen können. Dadurch dann halt auch wieder mehr Keramik gibt, die wir benutzen können. Horizon 2 bin ich auch mal gespannt, aber da werde ich wie immer warten, bis es raus ist. Es kommt ja auch erstmal zeitexklusiv, glaube ich, auf der PS4. Und dann wird es wahrscheinlich noch eine, wie immer, die geraume Zeit dauern, bis es dann auf PC raus ist. Sag mal, ich fand den Cliffhanger am Ende auch ziemlich cool. Der hat auch echt Bock gemacht wieder auf mehr. Dann habe ich auch von einigen gehört, so die so, war mir egal. Die so, dann halt nicht. Boah, ich fand's cool. Das weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass es Koop hat. Aber ich sag mal, Couch-Koop ist ja an sich auch relativ egal, weil das kann man ja dann hier mit dieser einen Steam-Funktion kann man dann ja da auch spielen. Aber wenn der Host eine gute Verbindung hat, sollte das ja an sich auch kein Problem sein. Aber ich sag mal, ich werde das hier auch nicht komplett durchstreamen oder sowas. Ich denke mal, dass gibt mal, hatte ich Bock zu. Bloß angespielt. Vibes. Oh, da haben wir wieder Fatty Mac Dreckspuck. Da ja, machen wir erstmal das kleine Gemüse weg. Thank you.
Let it go, sage ich dazu nur. Da fällt ihm nur ein Reifen aus dem Wanst, ich glaub's nicht. Ich kann sagen, muss ich pünktlich umdrehen. Bis Stück. Jo, ich finde es wie gesagt auch total klasse. Hat echt Spaß gemacht. Hat die Ubisoft-Formel besser benutzt als Ubisoft, meiner Meinung nach. Ich sag mal, das hat Ubisoft, finde ich, immer ein bisschen zu overused, ihre eigene Formel. Dass halt einfach alles viel zu viel und zu oft machen muss. Das hat mich immer bei den Assassin's Creed Teilen gestört, dass du irgendwann halt einfach satt warst mit dem Zeug, was du machen kannst oder mit den Fähigkeiten. Vor allem hast du bei Horizon Zero Dawn halt auch nicht zu viele Fähigkeiten gehabt. Das fand ich auch sehr angenehm. Ich sag mal, das machen ja auch gerne hier so die 3D Jump'n'Runs aus der N64-Ära, dass du halt einfach viel zu viele Fähigkeiten hast. Und dann hast du mal wieder eine Woche nicht gespielt oder sowas und dann bist du wieder komplett raus. Mehr schleppen ist immer gut. Ah, fehlt noch Stuff, schade. Wärmflasche. Plastik haben wir eigentlich genug. Nice. So, wo haben wir? Ne, das ist beim anderen Ding drin. Die Stange des Bre... Oh nein, jetzt habe ich den Gummi dafür verballert. Ich bin doch... Dammit! Kotzen. Alter! Tja, also wenn ich einmal erwischt, das zieht aber rein, ey. Alter! Schweinebacke, ey.
Och, komm schon! Ernsthaft? Schweinepriester! Der will's jetzt aber echt wissen hier. In so einem engen Bereich hier? Nervig. Wurfmesser 2 wäre an sich eigentlich auch schön, aber. This is not what I want. Ich bin gerade erschreckt, dass hier eine Sequenz kommt. was seid ihr denn? Hi Mädels. Der Smiley ist ja mal awesome. Ich habe den Streamer-Modus an, da ist die Copyright. Oh, oh, ich bin tot. Ja, scheiße. Ja, ihr dürft natürlich durch, aber ich nicht. Oh, ernsthaft. Deswegen, das Spiel hat Mucke, aber die haben halt hier einen Streamer-Modus eingebaut. Und da kannst du die Copyright-Mucke kannst du deaktivieren. Und deswegen kommt halt hier nicht viel. Aber besser als ein geclaimtes Video, muss ich sagen. Die kann man einzeln pullen. Thank you.